eine Arzt-zu-Arzt-Gespräch. Das ist etwas anderes, aber wie, so können wir es üben, wie man die Fälle für zu den Ärzten vorgestellt werden. Okay? Also, Fischer, Sie hatten doch Dienst. Also, wer war noch dabei? Frau Berghammer, okay. Und die Nacht war furchtbar. Na, erzählen Sie mal. Also, ich beginne erstmal mit den dreien, die wir möglichst sofort operieren sollten. Oberarzt Schneider operiert gerade ein perforiertes Ulkus, aber es sind noch drei weitere Notfälle gekommen. Na, das klingt ja nach einem guten Start in den Tag. Also, Frau Schipper, 28 Jahre, hat seit gestern Abend leichte Bauchschmerzen, die mit Koliken im Epigastrium eingesetzt haben. Seit heute Nacht sind die Schmerzen in den rechten Unterbauch gewandert und der Schmerzcharakter hat sich verändert. Jetzt sind es wohl mäßig starke Dauerschmerzen im rechten Unterbauch. Könnte das nicht was Gynäkologisches sein? Glaube ich nicht. Denke eher, es ist ein Appendix. Patientin ist nicht übel, hat nicht erbrochen, hat keinen Wind- und Stuhlverhalt. Letzte Menstruation war vor 8 Tagen. Sie nimmt die Pille, hat kein Brennen beim Wasserlassen, keine wichtigen Vorerkrankungen oder Vor-OPs. Appendix hat sie noch. Bei der körperlichen Untersuchung waren 2 Appendizitis-Druckpunkte positiv, McBurney und Bloomberg. Douglas' Schmerz war bei der rektaldigitalen Untersuchung nicht auslösbar und bei der Auskultation des Abdomens war eher wenig zu hören. Befund spricht für Hypoperistaltik. Okay, klingt wie eine Appendizitis. Sie hat eine signifikante Temperaturdifferenz axillär-rektal von 1 Grad bei axillärer Temperatur von 38,1 und im Labor eine Leukozytose von 12.000 mit Linksverschiebung. Ansonsten war das Labor ohne pathologischen Befund. Auch der Urinstix. Gut, das klingt ja relativ eindeutig. Haben Sie einen Ultraschall gemacht? Ja, die Schallbedingungen waren klasse. Sehen Sie dazu Abbildung 1.1 im Buch. Doch, ist das alles in Ordnung, aber zum Moment können wir hier stoppen ein bisschen. So kann ich etwas fragen. Also, welcher ist der? Ich glaube, dass der Verdachtsdiagnostik ist schon ganz klar, oder? Also, wer kann Ihre Verdachtsdiagnose äußern? Ja. Also das ist ganz einfach, oder? Das war eine. So, wenn, ich glaube, dass wir können dann den Gespräch zum Ende bringen. Das ist ganz eindeutig, dass eine über eine Appendizitis besprechen. Aber so können wir nicht nur der Vorstellung der Patientin zu hören, sondern können wir auch den Verlauf und der Vorgehen der Patienten auch sehen. So, ich glaube, dass wir können das Video zum Ende bringen. Bitte, Jasmin. Clint. Man sah parazykalfreie Flüssigkeit und eine pathologische Kokarde im Bereich der vermuteten Appendix, Adnex und Urogenitaltrakt OB. Schön, also steht unsere Diagnose fest. Akute Appendizitis ohne bisherige Komplikationen. Wollen Sie operieren? Hoffe ja, dass die restlichen Vorarbeiten genauso gut erledigt worden sind. Also, Patientin ist aufgeklärt. Die Anästhesie war schon da. Wir haben ihr außerdem ein Klistier gegeben. Sie hat auch etwas abgeführt. Das letzte Mal gegessen hat sie gestern Abend. Von daher ist sie sowieso nüchtern. Katheter bekommt sie erst im OP. Bronüle liegt und sie hat eine Ringerlösung dran zum Offenhalten und damit sie etwas Flüssigkeit bekommt. Das wird ja wohl laparoskopisch gemacht, oder? Natürlich. Trauen Sie sich nicht? Doch, doch, ich trau mich. Dann gebe ich das mal an den OP durch, damit die alles vorbereiten können. Na, dann mal los. Was haben wir denn noch für Notfälle? Perforierte Sigma-Divertikulitis und arterielle Embolie. Na, dann machen wir die Embolektomie und dann den Blinddarm. Schneider soll nach dem Magen die Divertikulitis machen. Im OP bestätigt sich die Diagnose durch den makroskopischen Befund. Der Blinddarm ist mit seiner Umgebung verbacken und stark gerötet. Der histopathologische Befund, der 3 Tage später eintrifft, sichert die Blickdiagnose. Der Patientin geht es nach der OP deutlich besser. Die Temperatur fällt ab und beträgt schon am nächsten Morgen nur noch 37,5 Grad axillär.
Die Leukozytose ist bei Kontrolle am nächsten Tag schnell rückläufig mit 9800 Leukozyten pro Mikroliter. Die Patientin darf bereits am nächsten Tag morgens etwas Tee trinken und bekommt mittags und abends eine Hafersuppe. Dabei erhält sie zusätzlich noch als Infusion 2 Liter voll Elektrolytlösung. Am Folgetag bekommt sie leichte Kost, dann kann sie wieder normal essen. Die intraabdominelle Easyflow-Drainage wird am zweiten postoperativen Tag gezogen. Sie hat ca. 100 ml seröse Flüssigkeit gefördert. Normalerweise dürfte die Patientin am dritten bis fünften Tag nach der OP nach Hause gehen. Unsere Patientin entwickelt jedoch am dritten Tag nach der OP an der Trokareinstichstelle am rechten Unterbauch eine druckdolente gerötete Schwellung. Die Temperatur steigt erneut auf 38,9 Grad und sie entwickelt eine Leukozytose von 13.400 pro Mikroliter, sodass ein Bauchdeckenabszess wahrscheinlich wird. Nach Fadenentfernung wird der Abszess von Dr. Fischer gespalten. Dabei entleert sich etwas Eiter. Davon entnimmt er einen Abstrich und schickt ihn zur mikrobiologischen Untersuchung ein. Glücklicherweise ist die Faszie intakt, sodass die Wundheilungsstörung nur das subkutane Fettgewebe betrifft. Nun wird täglich ein Verbandswechsel durchgeführt. Dabei wird die Wunde mit NaCl-Lösung gespült und offen behandelt. Die Patientin verlässt das Krankenhaus nach 14 Tagen. Die Wunde an der Trokareinstichstelle ist mit Steristrips adaptiert und zeigt beginnende Granulationen. Die anderen Einstichstellen am Nabel und im linken Unterbauch sind problemlos abgeheilt. Die Entzündungsparameter wie Temperatur und Leukozyten sind alle im Normen. Okay, das war alles. Fischer, Sie hatten doch Dienst. Also, wer war noch? Ja. So, lassen Sie mich die Vorstellung aufmachen, aber ich bin nicht sicher, wie ich es machen kann. Moment. Okay, sehen Sie meinen Vortrag oder nicht? Ich sehe nicht. Ich bin nicht sicher, ob Sie alle meine Bildschirm oder nur den Vortrag. Den ganzen Bildschirm, ja. Oh, verdammt. Ich weiß nicht, wie ich es machen kann, ohne den ganzen Bildschirm zu zeigen, aber naja, egal. So. Ja, okay. Wir haben alle zusammen schon den Gespräch gehört. Die Diagnose ist ganz klar. Ich möchte, dass wir diese Datensammlung machen, soweit wie möglich, mit der Information, dass wir von diesem Gespräch gesammelt haben. Ich sehe keine von der Vorstellung. So, ich möchte einfach fragen, welche persönlichen Daten könnt ihr hören? Also zum Beispiel die Name, das Geschlecht, der Alter. Kann jemand das sagen? Ja, ich möchte jemanden fragen, aber ich sehe nicht, wer ist da. Jetzt sehe ich, weil als ich das Bildschirm verwechseln habe. Aber okay, ich möchte fragen, wer hat die persönlichen Daten gehört? Also jemand kann mir den Namen nennen? Ich habe nicht den Namen gehört, aber ich habe gehört, das war eine Frau von 28 Jahren. Ja, genau. Aber nicht mehr. Ja, das habe ich auch.
Ja, wahrscheinlich das war ganz schnell, aber ich habe das in anderen Moment mal. Aber ich weiß nicht, wie das benutzen. Okay, ja. Das ist richtig. Also die Patientin heißt Frau Schmidt. Frau Schipper, sie hat 28 Jahre alt. Sie haben keine anderen persönlichen Daten weitergegeben. Oh, welche ist der Leitsymptom, das diese Patientin hat? Sie hat seit 3 Tagen in oberen Bauch, in der Epigastrie, hat er gesagt, Schmerzen. Und dann es ist nach unterer Bauch ausgestrahlt und dann der Charakter ist geändert. Und dann jetzt ist es fühlt sich so ein bisschen drücken oder dumpfen. Das habe ich nicht genau gehört. Das war so schnell. Hat außerdem kein Übel, keine Brechung, hatte Fieber von 38 Grad und hatte auch so diese positiven Zeichen von McBurney und Bloomberg. Aber nichts mehr habe ich gehört. Ja, kein Problem. Also das Gespräch war so schnell eigentlich. Aber die hauptsächliche Begriffe und Symptome habt ihr richtig gehört. Also sie war nicht übel. Sie hatte keine Brechen. Das Leitsymptom war die Oberbauchschmerzen. Und diese Schmerzen sind nach unten, in den rechten Unterbauch gewandert. Das ist das Wichtigste, glaube ich, von diesem Fall. Vorerkrankungen, hatte sie etwas, einige Vorerkrankungen? Wer hat das gehört? Nein, ich habe nicht gehört. Nicht wirklich, nein. Ich weiß es nicht, ob jemand anderes hat das gehört. Ich habe nur gehört, dass sie keine Operationen hat. Ja, stimmt. Also sie hatte keine Vorerkrankungen, keine Voroperationen. Der Arzt hat etwas auch erwähnt, etwas wichtig für diesen Fall. Dass als diese Patientin weiblich ist, er hatte die Gynäkologie Anamnese gemacht. Hat jemand etwas darüber gehört? Also welche gynäkologische Anamnese Daten der Arzt gesammelt hat? Dass sie vor 8 Tagen hatte sie die Menstruation. Sie nehmen außerdem die Pille. Und das ist alles, was ich mich dran erinnere. Ich weiß es nicht, ob das richtig ist, aber der Chefarzt hat gesagt etwas über Schmerzen in den Douglas-Sack, oder? Ja, genau. Also, sie haben eine spezifische Untersuchung durchgeführt. Der Dienstarzt hat eine digital-rektal Untersuch gemacht und ja, das ist auch wichtig. Leider, diese Patientin hatte diese Zeichen negativ, also sie hatte keinen Douglas-Schmerz, aber auf jeden Fall, das ist auch wichtig. Was auch wichtig ist, dass die urinare Symptome, also sie hatte keine Brennen beim Wasserlassen, das ich weiß nicht, ob jemand hat das gehört.
Aber was noch? Ich glaube, das ist alles von der Anamnese, dass wir hören könnten. Wenn ihr möchtet, könnt ihr einen Patientenbericht erstellen. Aber auf jeden Fall, ich habe das gemacht. Wenn ihr möchtet, wer möchte das lesen, also vorlesen? So können wir alles. Okay. Bist du das oder sollte ich etwas? Ich sehe jetzt. Dankeschön. Okay. Frau Schieber, eine 28-jährige Patientin, die sich wegen seit gestern Abend leichter Bauchschmerzen und Fieber von 38,1 Grad vorstellte. Sie klagte, dass die Schmerzen mit Koliken im Epigastrium eingesetzt haben. Seit der Nacht seien sie in den rechten Unterbauch gewandert und habe der Schmerzcharakter sich verändert. Er sei jetzt starke Dauerschmerzen im rechten Unterbauch. Die Patientin erwähnte, dass sie nicht übel sei, auch kein Erbrechen, kein Wind- und Stuhlverhalt und kein Brennen beim Wasserlassen habe. Die Patientin habe keine wichtigen Vorerkrankungen und auch keine Voroperationen. Die letzte Menstruation war von 8 Tagen. Sie nehme die Pille als Verhütungsmethode. Beim Aufnahme wurde der Patientin die Laboruntersuchungen und Sonographie durchgeführt. Als Befund habe sie Leukozytose von 12.000 mit Linksverschiebung und bei Ultraschall sah man Parazoxal, freie Flüssigkeit und eine pathologische Kokarde im Bereich der vermuteten Appendix. Okay, also das war ein Beispiel. Wenn ihr das so einen Bericht von der Patientin, aber um es schnell zu machen, ich glaube, das ist das Geeignete, also da, so etwas so Ähnliches. So, also wir sprechen jetzt über den Fall. Verdachtsdiagnose, das ist etwas ganz deutlich, dass es eine akute Appendizitis. Bisherige keine Komplikation. Aber was wichtig ist, sind die Differentialdiagnosen in solchen Fällen. Also, welche Differentialdiagnosen können wir in diesem Fall haben? Natürlich, wenn wir keine andere Untersuchung durchgeführt würden, welche wären denn die andere Differentialdiagnose? Kann jemand etwas? Nochmal, bitte. Harnweginfektion. Genau. Ja, das ist ein wichtiger. Nephrokolitis. Vielleicht auch. Ja. Urkus, weil es in Epigastrium angefangen hat. Genau. Ich weiß es nicht, wie dieses auf Deutsch zu sagen. Torsion ovarica. Wie würden wir das nennen? Ovadreum. Ovadreum. Ich glaube, das ist überdrehendes Eierstock und oder überdrehendes Adnexus. Okay, Genau. überdrehendes. Ja, eigentlich, es kann sein, viele Differentialdiagnosen. Man sagt, dass die Appendizitis eine Kamäleon sein könnte. Das bedeutet, dass verschiedene Diagnosen ausschließend sein könnten, so wie Abszess in der Psoas oder Morbus Crohn oder sogar Cholezystitis in den geschwangeren Patientinnen.
Also ich werde darüber sprechen, als ich den Vortrag folge. Welche Risikofaktoren können wir in dieser Patienten finden? Eigentlich keine. Also, Das Alter. Also es ist eine junge Frau. 28, aber es ist nicht abhängig vom Alter, oder? Nicht, dass ich gleich. Genau, also. Also die alten Leute haben weniger Risiko für eine Appendizitis zu entwickeln. Ja, stimmt. Also diese Patientin, normalerweise die Appendizitis wird in den jüngeren Patienten betreffen. Das bedeutet, dass das einzige Risikofaktor, das diese Patientin wahrscheinlich hat, ist, dass sie jung ist. Aber sie nimmt die Pille zum Beispiel, das schließt die eine, wie sagt man das? Moment. Es gibt eine extra uterine Gravität ausschließen können, als diese Patientin die Pille nehmen. Ja, eigentlich, diese Patientin hat keine andere wichtige Risikofaktor. Welche würde das Vorgehen und die Therapie sein? Also, was können wir mit dem Netz machen? Also was der Arzt gesagt hat, dass diese Blutaufnahme und auch diese Ultraschall zu sehen, wenn wir das, also wenn wir nicht wirklich etwas sehen können, dann ein CT, dann, also die Untersuchung natürlich, und als Therapie. Wenn ja, diese Verdachtsdiagnose richtig ist, dass Appendizitis ist, dann es ist chirurgische Behandlung. Und dann ja, also diese Patientin muss von, wie sagt man, Ajuno auf Deutsch. Nüchtern. Wie? Nüchtern. Ah, okay. Nüchtern, ja genau. Danke. Dann. Sie müssen nüchtern und dann so sich operieren lassen. Ich weiß es nicht mehr. Okay, genau, also das war richtig eigentlich. Von dem Ultraschall hat jemand etwas gehört. Welcher war der Befund? Welcher war der Befund? Welche, was bitte? Ja, von dem Ultraschall, der Dienstarzt hat etwas erwähnt. Da, was hat er in dem Ultraschall gefunden? Also, was war der Befund? Ich erinnere mich nicht, aber ich kann mir vorstellen. Aber keine Ahnung. Er etwas so wie paraphyseale Freiflüssigkeit und auch eine Kokarde. Jemand weiß, was das bedeutet? Also später werde ich das auch nennen. Nein, kannst du auch schreiben? Wie schreibt man Kokal? Kokal. Ja, also ich glaube, dass wir sollten schon zu den Fachbegriffen weitergehen. So Schon, ja. könnt ihr das sehen. Ich möchte das. Also, okay. Welche andere Name hat Appendix piriformis? Also Appendix piriformis, das ist die ärztliche Name. Aber wie können wir das umgangssprachliche Blinddarm. Blinddarm. Blinddarf, genau. Also vermutlich ja, aber nein. Also Das vermutlich, heißt, normalerweise, ich glaube, es ist Bundfortsatz, oder? genau, Bundarmfortsatz. das ist richtig. Genau.
Boom-Fortsatz oder Boom-artiges, ich sage euch, ich sage euch besser, Boom-artiges Anhängsel der Sekunde. Wir sollten da, uns daran erinnern, dass Sekunde, das ist der erste Teil des Dickdarms. In anderen Worten, Blinddarm, also Ciego. Blinddarm, das ist keine Appendix. Blinddarm, das ist nur der erste Teil des Dickdarms, nicht der Appendix. Appendix wird in diesem Bereich als wurmartige Anhängsel oder Wurmfortsatz. Das ist die Appendix periformis. Das wird das geeignete Begriff für diese Organe. Okay. Dann haben wir das, der Sekum, das ist der Blinddarm. So findet ihr die anderen Begriffe. Schmerzwanderung, das ist eine Verlagerung der Schmerzen. Was auch wichtig für solche Krankheiten ist die Suche oder die Suchesie. Das ist das Brennen beim Wasserlassen. Die Koprolite, das ist der Koststeine, wir können die beiden Begriffe finden. Und eine wichtige Begriffe sind die Adhäsionen. Also dort sagt man alle diese Synonym, umgangssprachliche Synonym, weil die korrekte und geeignete Arztbegriff würde Adhäsionen sein. Und Abnickung, das ist, das Lumen wird wegen eines Knicks blockiert, also das ist ein Akkordamiento sozusagen. Ich wollte das etwas anders machen, aber falls ich nicht gleichzeitig den Vortrag und den Animationen durchläufen kann, das ist etwas für dich. So, hier sind alle anderen Fachbegriffe, die auch für diese Krankheit wichtig sind. So. Wer kennt diese Begriffe? Wer möchte diese Begriffe einschätzen? Also ich kann ein paar sagen, aber nicht alle, vielleicht. So, Inappetenz, das ist Appetitlosigkeit, Ilios, ich weiß, was das ist, aber ich weiß es nicht, wie das macht. Obstipation, es ist diese Verstopfung. Oh Mann, nein. Und den anderen, also ich weiß, was sie bedeuten, aber diese Umgangssprache gar nichts. Also, nö. Okay. Jemand andere möchte das einschätzen? Was bedeutet zum Beispiel einen Anstrich entnehmen? Kennt jemand, was das bedeutet? Ja, also eigentlich ist es nur diese Tests mit dem Q-Tip. Mit dem Brust, kann man ja. Da sagen, oder? Ich weiß es nicht, wie das auf Deutsch erklären. Eine mikrobiologische Untersuchung, können wir auch sagen. Okay, ich sage euch was. Eigentlich, ich habe kein anderes Synonym für Eiter gefunden, nur Pus. ich glaube, das ist inappetent, natürlich, das ist Appetitlosigkeit. Ilios, das hat auch ein umgangssprachliches Wort dafür, das ist dann Lähmung. Obstipation, Verstopfung, habe ich gehört, das war richtig. Aber wir können auch Darmträchtigkeit finden. Aber Spannung habe ich keine andere Synonym als Remote. Einfach diese Spannung, dass wegen der Loslässigkeit ausgelöst werden können. Die Kokarde, das ist etwas wichtig, besonders bei diesen
bei dieser Erkrankung. Also das ist eine Doppelringstruktur beim Ultraschall. Auch Target-Phänomen, Zeitscheibenphänomen oder Schießscheibenphänomen. Alle diese Begriffe bedeuten Diana, also einfach. Später zeige ich euch ein Bild davon und wahrscheinlich könnt ihr das noch erkennen. Einen Abstieg nehmen, das ist natürlich diese mikrobiologische Kultur. Und wenn man eine Drainage sieht, das bedeutet eine Drainage entfernen. Also, aber so, und alle diese Begriffe hat dieser Arzt erwähnt in dem Video. Dachte ich, dass die waren wichtig. Okay, akute Appendizitis. Habt ihr etwas, einige Fragen? Ist soweit? Oder sollte ich noch weitergehen? Nein, alles gut. Alles gut. Okay, super. Dann gehe ich noch weiter. Blinddarmentzündung, das ist, wie gesagt, falsch. Das ist keine Blinddarmentzündung. Das geeignete Begriff für diese Krankheit ist Wundfortsatzentzündung. So wie die Definition, weil die Definition sagt, dass die Appendizitis ist eine Entzündung der Appendixperiformis oder des Wundfortsatzes oder des wundartiges Anhängsel des Rektums oder des Blinddarms. Wie gesagt, das Blinddarmentzündung, das ist ein falscher und inkorrekter Begriff. Das ist häufig verwendet, aber das ist nicht korrekt. Besonders sogar die Ärzte, sprechen über ein Blinddarmentzündung. Ich habe das gefunden, das ist nicht korrekt. Diese Appendizitis ist die häufigste Notfall in der viszeralen Allgemeinchirurgie. Diese Krankheit stellt die häufigste Ursache für ein akutes Abdomen dar. Und die Inzidenz beträgt ab 10 bis 100 bis 200 auf 1000 Einwohner pro Jahr. Diese sind die Epidemiologie von Deutschland, aber ich glaube, dass überall ist ungefähr das Gleiche. Das Lebenszeitrisiko einer Appendizitis Erkrankung beträgt zwischen 7 und 8%. Das bedeutet, dass egal was wir machen, in unserem ganzen Leben könnten wir an Appendizitis leiden zwischen 7 bis 8%. Und die Häufigkeitsspiegel liegen zwischen 10. bis 13. Jahr in der Jahr. Die Ethiologie ist ganz unklar, also die Physiopathologie der Appendizitis ist einfach eine Entleerungsstörung der Appendix, das bedeutet eine Obstruktion. So kann die Appendix nicht sich entleeren. Und die Ursache für diese Obstruktion ist ganz unterschiedlich. Also es kann eine Stauung, eine Kolsteine, ich habe schon das gesagt, eine Kolitis. Die können Adhäsionen sein, sogar wenn die Schleimhaut des Appendix, entzündet würde, diese Entzündung auch diese Lumen blockiert. Und das ist die Hauptetiologie der Appendizitis. Es gibt verschiedene Stadien der Appendizitis. Normalerweise kennen wir diese 5. Diese Stadien sind, seit die Appendix nur ein bisschen Ödem hat, bis die Appendix ganz gangreniert ist und dann nach einer Perforation durchführt. So hier sehen wir, wie diese Stadien weiterlaufen. Beginnen wir mit einer Kataralis. Das bedeutet, dass es gibt eine Hyperämie der Blutgefäße. Und diese Hyperämie erfolgt eine Ödembildung.
Problem ist schon, wenn Eiter anwesend ist. Das bedeutet, dass diese Entzündung breitet sich in den Gewebe, in das Gewebe, aber noch nicht, hat noch nicht die Zirkulation kompromittiert. Die ulceroflemonöse Appendizitis ist, wenn schon diese entzündlichen Veränderungen den gesamten Appendixwand betrifft. Und Gangrenose ist, wenn schon diese entzündliche Appendixwand keine mehr Zirkulation hat und das erfolgt eine Nekrose und natürlich einige Defekte in der Appendixwand. Am Ende wird nach der gangrenösen Appendizitis kommt die Perforation und das kann verschiedene Präsentationen haben, so wie eine Abszess mit freier Eiter. Oder können wir Nahrung und Reste in der Bauchhülle finden. Das ist schon etwas Kompliziertes und dann kann eine generalisierte Peritonitis anführen. So, das Wichtigste ist immer die Anamnese, die Symptomatik richtig zu fragen und auch die körperliche Untersuchung. Das ist das Wichtigste. Und unsere Hautleitdiagnose für die Schmerzwanderung. Wir sollten erst erinnern, dass die Schmerzen beginnen fast immer periobilikale oder epigastrische. Und das ist, weil diese viszerale Nerven, die wegen dieser entzündlichen Bildung aufgeregt wurden. Diese Schmerzwanderung wird nach 4 oder 24 Stunden auftreten. Eigentlich, man sagt, dass nach diesen 24 Stunden, wenn keine Schmerzwanderung gibt, das kann eine andere Diagnose denken, nicht an Appendizitis. Es ist auch wichtig, alle diese Vegetativsymptomatik. Die Vegetativsymptomatik, so wie wir erinnern können, das sind immer anwesend in jeder oder fast in jeder Pathologie in dem Bauch. Also. Und diese Vegetativsymptomatik sind, so wie die anderen viszerale Erkrankungen, so wie Übelkeit, Erbrechen, Inappetenz oder Appetitlosigkeit, Wind- und Sturzverhalten. Diese Wind- und Sturzverhalten entspricht der Ilius normalerweise, wenn die Appendizitis schon in eine fortlaufende Stadie ist. Fieber, wie bei allen die entzündlichen Erkrankungen oder bei allen Infekten, hier ist auch anwesend. Aber wir sollen immer im Hirn halten, dass es gibt einige Sonderfälle, wo wir andere Symptomatik finden können. Zum Beispiel, wenn eine Perforation erscheint, momentan fühlt sich der Patient, dass es gibt eine Schmerzreduktion. Aber nach dieser Schmerzreduktion kommt ein diffuser Bauchschmerz. Das spricht schon einer Peritonitis an. Und auch es gibt einige ungewöhnliche Schmerzlokalisationen. Nicht jeder Appendizitis wird in dem rechten Unterbauch gefunden. Normalerweise, wenn diese Appendix eine lange Varianz hat, zum Beispiel retrosekal oder in der Gebäckenboden findet, das kann die Schmerzlokalisation verändern. Und zum Beispiel bei Schwangeren kann der Schmerz ein bisschen höher lokalisiert sein.
Das bedeutet, dass wegen der Vergrößerung des Uterus kann der Appendix ein bisschen höher finden und kann auch eine Verdachtdiagnose nach Cholecystitis ausscheinen, aber das ist nur mit dem Ultraschall ausschließbar. Es gibt einige Patienten, die eine atypische Symptomatik haben, zum Beispiel Kinder und ältere Patienten. So wie immer, die alten Patienten und die Kinder haben diese Besonderheiten. Zum Beispiel, normalerweise die Kinder beginnen immer mit Diarrhoe oder mit Übelkeit oder mit Fieber, bevor sie Schmerzen haben. Oder die älteren Patienten, es gibt einige Fälle, die keinen Schmerz haben. Sie haben nur einen Ileus oder sie stellen sich vor als eine Verstopfung oder einfach eine schwerkrankes Gefühl, aber ohne Schmerzen. Das ist auch etwas untypisch, aber wir sollten daran auch denken. Die Anamnese ist ganz wichtig, wie gesagt, wie bei allen Patienten. Sollten wir immer die Vorerkrankung, nach den Vorerkrankungen fragen, auch die Medikation, die Voroperationen. Das ist auch etwas wichtig, weil manchmal, wenn die Patienten Voroperationen haben, sollten wir auch diese Verwachsung ausschließen. Weil die Verwachsung können auch ein Ileus erfordern. Und wir sollten auch immer die Schmerzen nach den Schmerzen Anamnese fragen, wie die Lokalisation, der Charakter, Verlauf und so weiter, die Vegetativsymptomatik. Alle diese Fragen sind ganz wichtig. Auch sollten wir nach Auffälligkeiten bei der Mission fragen. Also, so können wir auch eine Harnleiterinfektion oder Pyelonephritis oder irgendwelche andere Harnwegerkrankungen ausschließen. Bei Frauen es ist es ganz wichtig, die Schwangerschaft auszuschließen. Deswegen sollten wir immer nach dem Zeitpunkt der letzten Regelblutung fragen. Also, wie gesagt, zur Diagnose ist immer die Anamnese und die körperliche Untersuchung wichtig. Diese sind das Beste, das wir machen könnten. Die andere Diagnostik, so wie die Blutuntersuchung und Sonographie und andere Bilderungen, sind ganz hilfreich natürlich, aber die schließen die Diagnose nicht aus. Also das Wichtigste ist immer die Anamnese und die Untersuchung, die körperliche Untersuchung. Die anderen sind nur, wenn wir irgendwelche Zweifel haben. Für die körperliche Untersuchung, das Wichtigste wird immer die Appendizitis-Zeichen, aber auf jeden Fall sollen wir alle die echte und korrekte Abdominaluntersuchung durchlaufen. Wir sollen immer diese Auskultation, Palpation und so weiter machen, immer. Und natürlicherweise sollten wir Aufmerksamkeit schenken für die Appendizitis-Zeichen. Ich glaube, das ist etwas, was wir alle kennen, die Druckpunkte im rechten Unterbau, so wie in dem Bild zeigt, das markierte Punkt. Auch können wir den Lanzpunkt finden. Es gibt mehr als 34 Punkte eigentlich. Es gibt einige Papers, die da sagen, dass es mehr als 40 Punkte, Schmerzpunkte beim Appendizitis finden können. So, das Wichtigste sind hier, also das Makurni, Plumber oder SOAS, sind die beste Zeichen. So können wir eine richtige Untersuchung machen.
auch die gynäkologische Untersuchung ist wichtig, besonders in Frauen. Und wenn wir Zweifel haben, ob wir eine Appendizitis treffen oder irgendwelche andere gynäkologische Probleme. Die rektal-digitale Untersuchung, das heißt Douglas-Schmerz, das ist auch wichtig und das hilft uns, wenn wir in einen operativliches Abszess denken, also wenn wir denken in einen Abszess in den Bereich der Appendix, sollten wir auch diese Untersuchung machen. Normalerweise das ist auch nicht ganz häufig gemacht, weil es ist ein bisschen unbequem für den Patienten und auch es ist besser, wenn wir eine Sonographie machen oder etwas Ähnliches. Und auch sollten wir nach Schmerzauslösung durch Entschütterung suchen. Also das ist zum Beispiel, wenn der Patienten wir fragen den Patienten, ob er in den Zähnepunkte stehen kann und dann plötzlich in den Fäden sich lassen. Und wenn er eine Schmerzauslösung hat, das ist auch ein positives Zeichen für Appendizitis. Die Ablenkungsmanöver sind immer wichtig. So können wir unterscheiden zwischen Abwehrspannung, also Remote sozusagen, oder angstbedingte Spannung. Also normalerweise, wenn der Patient Schmerz im Bauch hat, sie fühlen diese Angstspannung. Also sie haben diese Reaktion wegen der Schmerzen. Aber manchmal das ist keine Abwehrspannung. Deswegen alle diese Ablenkungsmanöver sind wichtig. So wie das Sonnenzeichen. Für Diagnostik, wie gesagt, das Wichtigste ist die Anamnese und die körperliche Untersuchung. Aber wir können auch einige Labor durchführen. Das Wichtigste sind die Entzündungsparameter, dass wir in das Blutbild finden können, sowie Leukozytose. Wir sollten auch nach CRP-Erhöhungen suchen. Und auch andere Infekteparameter, sowie Procalcitonin. Und wir sollten auch die Urinstatus nachfragen. Alle diese Parameter sind wichtig, insbesondere wenn wir Zweifel von der körperliche Untersuchung haben, nicht immer. Und außerdem ist es wichtig zu erinnern, dass wenn wir irgendwelche Parameter positiv haben, das schließt nicht die Diagnose aus. Also das ist nicht entscheidend, um die Diagnostik zu treffen. Bei Peritonitis, ist besonders bei alten Patienten, können wir auch einen Leukozytensturz bzw. Leukopenie treffen, auch wenn eine Thrombopenie besteht. Das bedeutet manchmal, dass es schon eine Sepsis gibt. Und bei Frauen in Gebärfähigkeit Alter, es ist ganz wichtig, eine Schwangerschaftstest durchzuführen. Insbesondere, wenn diese Frau eine Menstruationsstörung hat, oder wenn sie keine Pille oder keine Methode benutzt. Die deutsche Literatur sagt, dass die Temperaturdifferenz der Rektalaxillär ganz wichtig ist und dass wir einen Unterschied mehr als 1 Grad finden. Das ist ein positives Zeichen für die Diagnose zur Appendizitis. Aber normalerweise machen wir das nicht so häufig als noch andere Untersuchungen, insbesondere bildgebende Diagnostik gemacht können würden. So wie alle schon wissen, die Sonographie ist das erste Wahl und eine Bildgebung. Aber die Sonographie ist nicht ganz sicher. Also die Sensitivität und Spezifität hängen von den Untersuchern ab und außerdem von den Patienten.
Wenn wir einen dicker Patienten haben, eine Adipositas oder eine übergewichtige Patientin haben, normalerweise ist ein bisschen schwierig, alle diese Befunde zu haben. No, die normalen Befunde sind ungefähr in 70 bis 80% die Patienten befunden. Also normalerweise finden wir alles ganz normal. Und das ist, bedeutet nicht, dass es keine Appendizitis gibt. Wir haben einen Durchmesser bis 6 mm und eine Wanddicke ca. 2 mm für einen normalen Appendix. Auch die normale Appendix ist komprimierbar. Das ist, aber wie gesagt, solche Normalbefunde sollten wir nicht als unpathologisch, unauffällig zu trennen, sondern wir sollten immer an ersten Stelle die Anamnese und die Symptomatik zu legen. Also das ist die Kokarde-Phänomen, wie gesagt. Das ist ein Phänomen, das man zeigt, wenn irgendwelche Körperorgane entzündet wurden, so wie Appendix oder bei Wollmundus, solche diese Zeichen befundbar ist. Wenn wir eine pathologische Befund haben, die Appendixdurchmesser ist mehr als 6 bis 8 mm. Wir finden nicht ganz häufig, aber wir können diese Kokardenphänomen finden. Und wenn wir diese nicht finden, es kann sein, dass es keine Appendizitis gibt oder dass diese Appendizitis schon in andere Stadien betrifft. Die Wandverdickung ist ganz wichtig. Wenn wir mehr als 3 mm finden, das ist schon etwas auffällig. Wenn wir Flüssigkeit um die Appendix, das ist auch ein ganz häufiges Zeichen, das wir finden können. Und auch, dass die Appendix nicht komprimierbar ist. Aber wie gesagt, normalerweise, wenn keine von diesen Zeichen gefunden wurden, das schließt auch die Diagnose nicht. Das schließt die Diagnose nicht aus. Also das bespricht keine unauffällige Patienten. Die Computertomographie oder MRT sollten wir durchführen, wenn wir Zweifel haben. Wenn wir keine positiven Befund im Labor haben, wenn wir eine zweifelige Anamnese oder eine zweifelige körperliche Untersuchung haben und wenn wir eine Sonographie unauffällig haben, also wenn alle die anderen Vorgänge nicht ganz klar sind, sollten wir auch eine Computertomographie durchführen. Ist das besonders, wenn wir noch den Verdacht zu Appendizitis haben. Und die MRT, die Magnetresonanz, sollten wir es machen, nur wenn wir besondere Patienten haben, so wie Kinder, in denen eine Computertomographie ein bisschen Radiationsrisiko hat. Und wie gesagt, kein negativer diagnostischer Parameter kann die akute Appendizitis einschließen. Also die therapeutische Strategie. Wie gesagt, wenn wir keine unklaren Befunde haben, erstmal sollten wir die Aufnahme erfolgen. Nach Ausgarenz, also das ist nüchtern bleiben, Infusiontherapie, aktive Beobachtung. Und sollten wir auch kurzfristigen Verlaufskontrolle machen, Klinik, Labor, Sonographie und so weiter. Wenn wir schon die Diagnostik festgestellt haben, also eine akute Appendizitis, sollten wir zusätzlich eine Appendektomie machen. Wenn wir eine Komplikation wie eine peritonitische Abszess haben, sollten wir erstmal Antibiose einnehmen, also den Patienten, und auch eine CT durchführen. So können wir ein bisschen andere Optionen wählen.
entweder wir eine Intervallappendektomie durchführen oder eine primäre Iliosakralpolresektion. Das ist schon, wenn eine Komplikation auftritt. Und wenn wir eine freie Perforation mit Peritonitis haben, das können wir eine Appendektomie mit einer konventionellen Technik machen oder auch eine peritoneale Lavage, gegebenenfalls Wiederholung im Intervall. Und immer, wenn wir eine akute Appendizitis haben, sollten wir Antibiose indizieren. Auch etwas Wichtiges, besonders wenn wir an ein operatives Vorgehen denken, ist die Aufklärung. Also wir sollten immer diese Aufklärung für die Patienten stellen. Welche die Komplikationen Transoperatorien zeigen können oder welche andere nachoperative Komplikationen auftreten können, wie Blutung, Nachblutung, Thrombose, Abszess, Bildung, diese Adhäsionen, Ilius und so weiter. Alle diese Aufklärungen sind hier in diesem Vortrag. Später werde ich euch es schenken. So, das heutigste und bessere Vorgehen für diese Erkrankung ist die Appendektomie. Wenn es laparoskopisch ist, ist immer besser. Es hat mehrere Vorteile, zum Beispiel wenn ihr durchheilige Störungen und fassende Diagnosis erklären und so weiter. Normalerweise diese Operation wird mit drei Einstichpunkten gemacht, mit einer Kamera auf zwei Zugang zur rechten Leiste, auf zwei Zugang in die linke Leiste. Und das ist eine wenn das in Expertenchirurgien behandelt wurde, würde diese Patienten eine gute Besserung haben. Aber sogar wenn die laparoskopische Appendektomie viele Vorteile hat, hat auch die konventionelle Appendektomie auch ihre Vorteile. Normalerweise diese sind schneller durchgeführt und auch die Komplikationen werden ein bisschen vermieden, insbesondere die Abszessbildung. Bei Patienten, die andere Vorerkrankungen haben, so wie COPD oder Herzinsuffizienz, oder in denen die Pneumoperitoneum kontraindiziert ist, dann sollten wir eine konventionelle Appendektomie durchführen. In der Perioperativ normalerweise man gibt eine Single-Shot-Antibiose vor dem Hautschnitt. Aber je nachdem die Befunde, die makroskopischen Befunde, können wir die Antibiose weiterlaufen. Oder weiterführen, meinte ich. Es gibt ein Fast-Track-Protokoll, das fast alle die Chirurgen jetzt führen. In denen nach der OP, nach dem ersten Postoperativtag, der Patient kann schon eine leichte Kost haben. Und wenn alles gut gemacht wurde, dann der Patient sollte in den dritten oder fünften Tagen entlassen werden. Aber wie gesagt, das ist nur eine Führerleiter. Normalerweise alle die postoperative Behandlung wird je nach befunden. Also wenn zum Beispiel in unserem Fall von diesem Video konnten wir das hören, dass dieser Patient einige Komplikationen hatte, Abszess in den Fettgewebe unter Subkutanfettgewebe hatte die Patientin einen Abszess und sie blieb in dem Krankenhaus nach 14 Tagen. Das ist ganz genug für mich, aber naja. So, wie gesagt, die Komplikationen von einer Appendizektomie oder von einer Appendizitis ist ein Konglomerat-Tumor.
Das ist ganz häufig, besonders wenn eine Perforation besteht. Perditionierter Abszess, das ist auch etwas häufig, besonders wenn nicht eine richtige Lavage gemacht wurde. Eine Perforation mit Peritonitis, das ist nicht ganz häufig, nicht heutzutage, wenn, wenn wir ein richtiges Gesundheitssystem haben. Aber wenn der, wenn der Patient nicht direkt zum Krankenhaus am Anfang der, der Krankheit gehört, dann können wir auch diese, diese Komplikation finden. Douglas Abszess, das ist auch etwas wichtig, wenn, wenn die, in der Operation nicht der Beckenboden abgespült wurde, dann können wir das auch finden. Und paralytischer Ileus, das ist auch etwas Wichtiges, besonders wenn, der, wenn die Patientin, wenn die Patientin sich nicht bewegt, beim alten Patienten zum Beispiel oder beim Kindern, wegen dieser Manipulieren von dem Darm, können wir auch eine paralytische Ileus auslösen. So, für weitere Informationen könnt ihr diesen ganz einfachen Link finden. Und ich glaube, dass, dass dieser Vortrag euch gefällt hat. Ich wollte das so schnell und einfach wie möglich zu machen. Und ich hoffe, dass es hilfreich für euch sein. Ja, das war wirklich komplett. Dankeschön. Oh, bitte. Sehen wir uns bis zum nächsten Mal, glaube ich. Oder ja, haben wir irgendwelche Fragen? Nein, also ich nicht. Okay, ich schicke euch den Vortrag beim WhatsApp, glaube ich. Ja, danke. Okay. Dann sehen wir uns zum nächsten Mal. Also kurze Frage für alle, die hier sind. Können wir dann diese, also wir werden eine neue Liste machen für nächsten Monat, aber Ilse und ich haben wir gesprochen, wir wissen nicht, ob ihr möchtet, dass es bleibt so wie jetzt, dass es ist so Montag, Mittwoch und dann bis zum Sonntag. Oder können wir dann in der Zwischenzeit, also vielleicht Freitag noch einen Tag machen oder vielleicht andere dynamisch, dass vielleicht anstatt diese Video an Anfang von einem Gespräch, dass wir mit einem Partner ein Gespräch selber machen, also dieses erste Gespräch. Ich weiß es nicht, wie ihr möchtet das machen für nächsten Monat. Hat jemand eine Idee oder so? Also für mich ist ganz gut. Ich werde gerne auch 3 Tage oder 4 Tage pro Woche, also uns treffen. Und ja, es könnte gut sein, wenn wir mit unserem Partner eine Patientgespräch durchführen, also dass wir es selber machen. Und ja. Kein Video. Ja. Okay, dann ich frage noch an den ganzen Gruppe und dann ja, wir machen so ein Ballon und dann vielleicht wir machen einen Tag mehr, so am Freitag und so. Und dann, wenn wir wissen, wie viele Tage in der Woche machen möchten, dann wir können diese neue Kalender zum nächsten Monat machen. Genau, vielen Dank. Okay. Dann tschüss, bis nächstes Mal. Danke. Tschüss.